Hallo Leute, moin, willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Ja, und nochmal kurz sei erwähnt, ich habe hier CPU 0 rausgenommen, mit dem Prio die ganze Geschichte, wenn ihr das etwas detaillierter mal sehen wollt und so, wie, was, wieso, warum, dann schaut auf meinem Technikkanal vorbei. Ist das jedenfalls anscheinend von der Systemanforderungsangabe her, wo man sagt Minimum Core to Duo, das ist ja quasi 2 Dual Core in einer CPU drin, ja. Und empfohlen steht halt nur Quad Core. Das ist eigentlich Sockel 775. Deswegen kann ich wahrscheinlich CPU 0 einfach rausnehmen und lasse das einfach auf 3 Kernen laufen, ja. Bei meiner Sandy Bridge. So, und jetzt wollen wir mal weitermachen hier, würde ich sagen. Schauen wir mal, was hier so Phase ist. Das war ja ein bisschen gruselig hier und dann sind wir durch diesen Riss gegangen und ja, jetzt ist hier wahrscheinlich alles etwas anders. Für uns, mit uns oder gegen uns, wenn man die freilassen könnte. Ich weiß es nicht mehr. Vox Populi Crime Board. Mhm. Das ist schon wieder ein paar Tage her, wo ich das hier weitergespielt habe. Oh, Mensch, Elevabass. Renn mir doch nicht in der Vordernase rum. Lag ein Lockpick. Okay. Können wir bestimmt gebrauchen. Ich kapiere nicht, wieso Chen Lin wieder lebt. In dieser Welt wurde er gar nicht ermordet. Irgendwo erfahren wir vermutlich warum. Schätze, man kann nicht einfach so etwas ändern und erwarten, dass alles andere gleich bleibt. Das war ein Codebuch gerade. Irgendwas Optionales wohl, ne? Das ist jetzt storymäßig krass übersprungen. Ich habe die Aufnahme halt dann nochmal neu gestartet. Natürlich doof, vorher hat sie noch erzählt. Und eigentlich dachte ich, müsste es mal eine Karte geben. Man konnte ja auch irgendwie ins Inventar gehen, ne? Ja. Grausame Auffassung. So, hier. Ich kann das aber nicht umstellen, ne? Finde die Chiffre, du hast einen geheimen Vox-Code gefunden. Elisabeth braucht eine Chiffre, um den Code zu knacken. Suche nach der Chiffre, ja, das haben wir ja wohl gemacht, ne? Keine Ahnung. Verpassen wir eventuell was, weiß ich nicht. Was denn auch? Was hast du denn? Überall liegt Revolver rum. Diese Männer. Ich hab sie getötet. Die waren tot. Nicht in dieser Welt.
Hier haben sie tierische Kopfschmerzen anscheinend. Haben alle Nasenbluten. Wieso bin ich noch hier? Ich hasse einen von mir. Wen hasse ich? Ich weiß es nicht. Hier sind zwei. Was ist mit ihnen? Sie erinnern sich. Woran denn? Daran, tot zu sein. Dreck. Aber das ist halt Bioshock. Bioshock ist halt auch irgendwie schon immer schräg, ne? Was geht hier vor, Sandsmark? War doch ein Geräusch. Als mein Sicherheitsschiff wollen Sie vermutlich erfahren, wie diese beiden. Ach, klasse. Und was Sie im Keller wollten. Was? Ich bin noch am Suchen. Voll ziemlich erledigt hier, ne? So, oh, die können wir mal gebrauchen. Gib her. Den Shit. Welt war er es, der da an der Wand hing. In der anderen Welt? Von der ganzen Sache kriege ich Kopfweh. Man sollte das vielleicht am... immer her damit. Am Stück durchspielen. Das habe ich, als ich das neu hatte damals, als ich das schon mal gespielt hatte, habe ich das eigentlich auch gemacht. Habe das voll durchgesuchtet, ne? Innerhalb mehrerer Tage dann. Quasi. Komplett am Stück. Ne? Ohne Pause spielt man nicht. Das geht gar nicht. Also ich kann es nicht ganz nicht mehr. In der Jugend ging das irgendwann mal, aber mittlerweile. Naja, wie auch immer. Wo sind wir jetzt lang hier? Hier unten und dann. Da oben lang wahrscheinlich, ne? Ja. Gut, dann was ist hier noch? Toiletten. Toiletten mit nichts drin. Und hier ist so ein Kinetoskop. Hängt das? Scheint so, ne? Interessant. Überall Wein hier, kann man saufen. Tja, gut, gut. Sieht das nur so aus oder hängt die Aufnahme tatsächlich? So. Ja, diese 30 Bilder, das ist irgendwie, ja. Sieht für mich so aus auf dem zweiten Bildschirm, als wenn das stottern würde. Gefällt mir nicht. Jetzt ist es wieder weg, ne? Schräg. So, was haben wir hier? Präzisionsgewehr, Salze, Moneten. Ja, wir müssen immer schön alles absuchen. Seltsam. Ich glaube, das ist interessant. Weil? Was haben wir denn hier für eine Ausrüstung?
Ausrüstung ist eine Art Spezialkleidung, die dir besondere Fähigkeiten verleiht. Du kannst immer nur 4 Ausrüstungsteile gleichzeitig tragen. Hier ein Teil pro Ausrüstungstyp. Du kannst deine Ausrüstung im Spielmenü verwalten. Stiefel Overkill. Beim Töten mit exzessiven Schäden werden nahe Feinde betäubt. Ja. Nett. Nö, den Schaden. Das Feuern aus der Hüfte verringert den Schaden. Ja, komm, die nehmen wir mal. Rüstung anlegen. Das klingt ganz gut, ne? Kannst ja, komm, mach mal die Kiste auf, da. Wenn wir da mal reingucken. Bitte. Da sind wieder Credits drin. Okay. Aber sonst nichts Besonderes, ne? Hier wohl zurücklaufen, ne? Hier gibt's ein Kinetoskop. Wieder mal. Das Wort des Propheten präsentiert. Keine Ahnung, ob wir das eventuell schon gesehen haben oder ob ich da vorbeigelaufen bin an dem Dingen. Wir nehmen es einfach mal mit, ne? Zigarren. Verlasse den Good Time Club. Jo, dann hau mal rein. In der letzten Folge sind wir rein in den Good Time Club und jetzt sind wir raus. In letzter Zeit kommen mir eine Menge komischer Ideen zu Ohren. Bezahlter Urlaub. Ich hab da so eine Idee. Kann natürlich sein, dass das von der Bilderanzahl nicht passt, wenn ich ihn... 8-Stunden-Tag! Ja, wir schauen mal. Fortzahlung. Das sind Anarchistenworte, meine Freunde. Und der Anarchist ist der Preis des Hungers, der Genosse des Mangels und der Schmied. Oh ja, hier gibt's wieder Action. Wo soll ich denn überhaupt hin? Eigentlich hier hin, ja. Aber ich komme hier nicht durch. Ich muss außen rum oder sowas. Ich sehe ihn! Silvester hier oder was?
Was gibt's denn hier sie hinten noch? Um Unruhe zu stiften. Hütet euch vor der Hyäne. Am Ende lässt sie euch nichts als ihr Hohn lachen. Werkzeugkasten. Munition für Panzerfaust voll. Okay. Verkaufsautomat. Pistole, Pistolenmunition. Elizabeth, die sich hinter so einem Waggon mit Holz versteckt. Okay. Scheiß die da raus! Ja, irgendwie hatte das Spiel ein bisschen rassistische Anwandlung und entsprechend liegen hier irgendwie auch schwarze Leute rum. Maximal pigmentierte, Entschuldigung. Dieser komische Comstab, glaube ich, der war so ein bisschen merkwürdig drauf, ne? Schienen so. Kann ich hier irgendwie durch die Tür rein hier? Allerdings. Aber geht nur auf, da kann man nur gucken. Ne Säcke, ey. Oh. Hier los ist. Gib doch mal Ruhe hier. Hier, bitte! Prima! Dankeschön. Boah, shit. Nein, 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 Focke! Warum bist du jetzt hier wieder mit mir? Ah, okay. Also das Ganze nochmal hier. Nur, dass die hier erstmal gerade Ruhe geben, oder? Wie darf ich das sehen? Dankeschön. Was gibt's denn hier eventuell noch? Kein Loot mehr? Na gut. Da. Yep, danke. Kriegt das Mistding nicht kaputt, ne? Nicht von hier anscheinend. Jetzt aber hier. Jop. Die Post ab hier.
uns die Hütte zu. So. Ja, ich bin mal gespannt, was das mit dieser Sonderaufgabe zu tun hat. Wo das hingehen soll. Diese optionale Zwischengeschichte hier nehme ich mal an. So, hier ist nichts mehr, ne? Aber ich sehe schon, wir haben die 20 Minuten. Und warum solltet ihr das wollen? Wie zuletzt gesagt, ich bin mal gespannt, was es mit der Optionale da eventuell auf sich hat, ob wir das noch schaffen hier. Macht schön eure Arbeit. In diesem Gameplay. Häng fest. Einfachheit ist Schönheit. Wer ist da? Da würde jetzt die Hauptstory weitergehen, aber ich wollte ja dieses mit dem Codebuch da mal gerne gesehen haben. Wo läuft man denn hier noch lang? Hätte ich hier auch durchgekonnt? Ja, na klar doch. Super. Dafür laufe ich da um heißen Brei noch eben. Na gut. Was soll's. Ist das so? Ist das so? So, was ist denn hier hinten in der Ecke vielleicht noch? Kann ich hier mit dem Codebuch was anfangen? Ist theoretisch Lockpick-Action, ne? Ja, guckst du dumm aus der Wäsche, ne, Elisabeth? Das ist eine Nase. Mach doch die Bude auf da. Mann, oh Mann, oh Mann. Also, gut, dann also weiter im Kontext Chen Lings Werkstatt. Wo soll die Pistel denn hier rumliegen? Seh die gar nicht. Ach, da auf dem Boden. Naja. Betritt die Waffenschmiede. Ja, dann hau mal rein hier. Wobei ich das jetzt auch anhängen könnte. Keine Maschinen. Keine Geräte. Weil er gerade gespeichert hat, ne? Vielleicht ist er jetzt oben. Dann machen wir hier nämlich jetzt erstmal Schluss. Und ich sage jetzt, ja, bis zur nächsten Folge Bioshock Infinite. Macht's gut. Oder besser.